Unsere politische Kernforderung seit Anbeginn der Parteigeschichtsschreibung. Aber Ebertplatz soll sie entstehen, denn dort herrscht Drogenkriminalität, Menschen sterben und Männer haben Angst. Dass da nichts als Mauern helfen, versteht sich von selbst. Wir haben euch verstanden. Die Kunst, die dort geschieht, ist absolut verzichtbar. Hurra! Womöglich macht sie eh nur Dreck, so wie die Menschen dort. Als Expertinnen und Experten für Sicherheit und Mauerbau, wie Sie hier sehen, wollen wir euch deshalb heute ernst nehmen. Wir bauen die Mauer um euch herum. Hurra! Mauern sind ja auch wunderschöne Bauwerke. Nichts symbolisiert besser die Schranken in unseren Köpfen als grauer Beton. Nichts verdeutlicht besser die Härte in unseren Herzen als Ziegel und Mörtel. Frei nach dem Motto, Menschen sind auch keine Lösung. Hurra! Hurra! Menschen sind auch keine Lösung. Wenn wir also die Mauer um Sie, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, herumbauen, denken wir nur an Ihre Gesundheit. Nehmen Sie sich mal eine Pause, nehmen Sie sich mal ein bisschen Zeit, um nachzudenken, zur Ruhe zu kommen. Denn was bisher geschah, ein ermordeter junger Mensch, schriftliche und mündliche Kündigungen für freie Kunst und Galerien in der Ebertplatzpassage. Das gewalttätige Auftreten von selbsternannten Beschützern und im Übrigen das überaus geheime Auftreten eines NRW-Innenministers in diffamierend hausmeisterähnlichem Mantel lassen uns davon ausgehen, dass ihr sowas mal braucht. Und wir brauchen das auch. Eine Auszeit von Bürokraten und Spießern, die für ihre Sicherheitsfanatik der Kunst einen Lebensraum klauen wollen. Die mit einer astreinen politischen Haltung Hooligans anlocken, die wiederum die Ehre von Frauen und Kindern und Deutschland retten wollen, indem sie Menschen verfolgen und verprügeln oder andersherum eine Pause von grauen Herren und Damen, denn wir sind ja schon wir, liebe Damen und Herren. Aber weil wir uns in unserer politischen Arbeit in der extremen Mitte natürlich immer gerne um Synergieeffekte bemühen, packen wir es gerne an. Hoch mit der Mauer, hoch, hoch, hoch mit der Mauer, hoch, hoch, hoch mit der Mauer. Mauer, die Stadt muss weg, wir sind die Mauer, die Stadt muss weg, wir sind die Mauer, die Stadt muss weg. Schwarzen Linden sind, die am Ebertplatz Drogen verkaufen. Als Lösung hat die gemeine stramme Deutsche natürlich direkt etwas in petto. Eine Mauer. Denn so lösen wir hier im Westen gerne unsere Probleme. Sei es die Mauer von Großreaktionär Donald Trump, die Mauer der Festung Europa und jetzt hier mitten in unserem Köln am Ebertplatz. Wir von der Partei lassen uns das natürlich nicht nehmen und erweitern das Modell Mauern nun auch um den Stadtrat und seine Mitglieder. Damit ihr armen Mitglieder des Rates auch die letzten Probleme nicht mehr sehen müsst. Hurra! Hurra! Gern geschehen. Hoch! Hoch mit der Mauer! Hoch! Hoch! Hoch mit der Mauer! Hoch! Hoch! Hoch mit der Mauer! Ich kann Ihnen aber versichern, und da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole mein Ehrenwort, dass dies die schönste Mauer aller Zeiten wird. Hurra! Hoch! Hoch!